Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Ein herzliches Willkommen zu Wertvoll kochen. Mein heutiger Gast ist ein Freund aus Lindau, Sebastian Fink, Küchenchef im Hotel Bayerischen Hof, direkt am Leuchtturm und Löwe. Hallo Sebastian, grüß dich, servus. Was hast du nur ein schönes Bild gebracht am Rezept heute? Wir machen heute geschmortes Kalbsbäckle, und zwar in Rotwein geschmortes Kalbsbäckle. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute, weil es hat immer bei meiner Oma gegeben zu Weihnachten. Das passt natürlich, oder, wenn morgen Heiligabend ist. Genau, klar. In der Weihnachtszeit. Wir machen dazu ein Kartoffel-Sellerie-Püree und ein bisschen Wurzelgemüse. Die Kalbsbäckle hast du schon zuschneiden lassen, oder hast du das natürlich selber gemacht? Ich habe es selber gemacht. Aber liebe Zuschauer, die können sie natürlich von ihrem Metzger vom Vertrauen oder ihres Vertrauens zuschneiden lassen, die Sehne abziehen. Sebastian hat hier schon was vorbereitet gehabt. Jetzt erklär uns doch mal, wie gehen wir denn davor? Genau, wir haben also hier die Kalbsbäckle, wie schon gesagt, die haben wir vom Metzger zu parieren lassen. Ja, also zuschneiden, abschneiden. Genau, wir haben da kein Fett mehr dran, wir haben da keine Sehne mehr dran. Es ist schöne helle Kalbsbäckle, das ist von einem Allgäuer Kalb, von der Regionalität sind wir da, es ist von unserem Metzger. Also Regionalität ist natürlich für dich schon auch wichtig und der Nummer, oder? Ja, ist ein großer Aspekt natürlich nach wie vor. Kommt natürlich auch immer mehr und bei so einem tollen Produkt greift man natürlich. Also auch im 5-Sterne-Hotel? Ja, natürlich. Super. Das hört sich natürlich toll an. Genau. Diese Kalbsbäckle, das ist jetzt die Rohware. Wir haben die in Rotwein vor 5 Tagen eingelegt. Gut. Die haben wir hier in der Schüssel drin. Die nehmen also die Farbe vom beschwipste Kalbsbäckle. Die nehmen die Farbe vom Rotwein an. Die kriegen, das ist ein sehr dichter, sehr dunkler Rotwein. Schauen Sie mal, wie das aussieht. Das ist doch herrlich. Da ist der Rotwein aber auch voll drin. Der ist voll drin. Klasse, genau. Super. Und bei den Kalbsbäckle, die nehmen wir jetzt raus aus dem Rotwein. Dann machen wir es ganz kurz trocken. Ja. Wir würzen die mit Salz und Pfeffer und dann braten wir es schon an. Okay. Kann ich dir irgendwas vorbereiten? Zum Anbraten brauchen wir halt für die Soße ein Wurzelgemüse. Also ein Röstgemüse, das könntest du dabei schneiden. Ja, mach ich gern. Dann bereite die Backen vor. Sehr gerne. Wir haben jetzt zwar die Backen, die legen wir jetzt kurz auf ein Haushaltstuch drauf. Also, genau. So pro Gast oder pro Portion kann man etwa mit einer Kalbsbacke rechnen. Die haben so ca. 200 Gramm. Wenn wir die dann geschmort haben, dann sind wir etwa bei 120 Gramm und das ist eine schöne Portion. Das ist eine schöne Portion. Ja. Und man sagt ja immer, nicht zu viel Fleisch. Genau, und lieber was Ordentliches. Vernünftiges wollte ich gerade sagen. Genau, super. Also das Gericht ist ja sehr bodenständig, das ist genau auch mein Ding und das ist das, was wertvoll kochen ja auch ausmacht. Aus der Region, für die Region, also hammerhaft, super klasse. Wir salzen die mit einem normalen Salz. Also du nimmst da auch nicht Himalaya oder was es da noch alles gibt. Nee. Ganz normales Salz und Pfeffer aus der Mühle. Genau. Super. Also liebe Zuschauer, das muss ich jetzt gleich mal loswerden. Mich freut es riesig, dass der Sebastian heute mit mir zusammen kocht. Zwei Küchenmeister am Herd. Ich habe das Privileg gehabt, vor 25 Jahren im Hotel Bayerischen Hof Küchenchef zu sein. Ich bin der Alte und das ist hier der Aktuelle. Also, wo wir das ausgemacht haben, wir kochen zusammen, das war für mich so, was Besonderes. Ja. Das freut mich halt. Ja, super, klasse. So, wir haben jetzt hier unseren Topf. Wir nehmen ein bisschen ein flaches Geschirr für den Topf, für den Ofen. Wir braten es nachher an, wir machen unseren Schmoransatz und dann gehen wir das mit dem Ganzen in den Backofen rein. Super, ja, klasse. Wir haben hier ein bisschen Öl, wo wir dann unsere Kalbsbacken mit anbraten. Beim Öl müssen wir noch auf irgendwas achten. Ja, Öl ist mal Sonnenblumenöl. Ja, was aus Kernen, was man hoch erhitzen kann. Gut, ja. Das sollte man hinten auf der Flasche drauf schauen, ob man es wirklich 180 Grad erhitzen kann. Bitte kein Olivenöl bei dieser Geschichte, weil das verbrennt uns sonst. Ja, und das gibt dann natürlich auch. Ich finde, wenn wir regional kochen, dann sollte man auch mit regionalen Ölen arbeiten. Wir haben so viele gute Öle. Ob das Rapsöl ist oder Sonnenblume, das gibt es ja auch in Bio-Qualitäten. Es ist also mittlerweile. Brauchen wir eigentlich nochmal unbedingt das Olivenöl. Genau. Jetzt erzähl uns nochmal, wie bist du zum Kochberuf gekommen?
Ja, durch die Mutter, durch die Oma vielleicht. Also wie bei uns, uns ist immer schon immer daheim schon gut gegessen worden, gut getrunken worden. Es waren immer viele Gäste da. Und da hat man einfach die Liebe dazu entdeckt. Und ich bin zack etwa seit ich 8 Jahre alt bin. Ich wollte Koch werden. Und bereue es nicht, muss man ehrlich sagen. Ich auch nicht. So. Es gibt immer mal ein Hoch und ein Tief, das aber haben wir aber im großen Beruf. Das haben wir eben Beruf. Genau. Okay, ich glaube, das ist jetzt das. Das so müsste soweit sein. Cool. Dann legen wir unsere Kalbsbäckli da rein. Wir arbeiten mit relativ viel Hitze, damit uns die Kalbsbacken da sehr eingelegt waren und noch Feuchtigkeit haben, damit sie uns nicht zum Kochen anfangen, sondern mit einer Braten. Die kleben jetzt natürlich ein bisschen an, weil sie feucht sind, das ist ganz normal. Nicht davor schrecken. Sebastian löst die jetzt ganz unten im Kochlöffel, vorsichtig, und dreht sie schon um. Die sind ja schon wunderbar anbraten. Ja, die drehen wir nachher doch mal um. Ja. Also die dürfen schon richtig geschmort werden. Dürfen richtig Röststoffe haben, genau. Ja, ja. Denn das macht dann den Geschmack aus. Genau, die Röststoffe, sagen wir immer, das gibt ja Geschmack. Ja, klar. Da sind wir ja froh drum, dass wir die Röststoffe drin haben. Und bei einem Schmorgericht darf das ruhig da sein. Das heißt ja Schmorgericht. Ja, oder? Eigentlich schon, ja. Klar. Nee, herrlich. Ja, und dann bist du in die Lehre, ganz klassisch. Ja, wie warst du dann noch gegangen? Also ich war ganz klassisch in der Lehre. Wir haben uns dann, ich habe verschiedene Lehrbetriebe mir angeschaut. Ich habe vom kleinen Betrieb bis zum ganz großen Betrieb mir angeschaut. Habe mich dann für einen Lehrbetrieb entschieden, der ist bei Stuttgart im Remstal. Das war der Ochsen im Remstal bei der Familie Schlegel. Das ist so ein Lehrbetrieb gewesen, wo man alles gelernt hat. Du hast von der Rahmsoße gelernt bis zum Hummer, bis zum Kartoffelbraten, auch bis zum Schweinsbraten, Sauerbraten, Roschbraten. Da hat es alles gegeben. War eine sehr fundierte Ausbildung. Das ist ja auch wichtig, oder? Ja, weil nur heiße Sinn oder nur regional und gut bürgerlich, also so ein Breitschuss in der Ausbildung ist natürlich schon genial. Ja, hättest du das Gemüse? Nein, die Platte hätte ich gerne gehabt, dann nehmen wir es wieder raus. Und ich sage auch immer, das Handwerk musst du vorher mal lernen. Genau. Und wenn du das Handwerk ordentlich gelernt hast, dann kannst du weiter drauf aufbauen. Die sehen jetzt, die Bäckle werden jetzt aus dem... Die nehmen wir jetzt raus und dann werfen wir das Wurzelgemüse wieder rein. Das mache ich gerne, ja. Da gehen wir ein bisschen zurück. Schmeiß doch das Zeug nicht rum. Geben wir noch ein bisschen Öl dazu. Ein bisschen schwungvoll. Ja. Genau. Ich schneide noch Zwiebeln auch noch rein. Ja, bitteschön, ja. Jawohl, super. So dann braten wir das jetzt an. Und wenn wir sagen, wir machen einen Schmoransatz, dann geben wir jetzt nachher ein bisschen Tomatenmark dazu. Okay, das haben wir hier. Genau. Gebe ich dir gerade her. Dankeschön. Und dann löschen wir das Ganze mal mit Rotwein ein, ab und lassen das dann einkochen. Da haben wir den gleichen Rotwein, wie wir auch zum Einlegen genommen haben. Das ist ein sehr dunkler, sehr körperreicher Rotwein, damit wir da so eine richtig schöne, kräftige Soße trinken. Bums reinkriegen, genau, ja. Soße, oder? Richtig, ja. Super, toll. Sehr. Und beim Tomatenmark ist es ja wirklich so, wenn wir das reingeben und umso mehr wir ablöschen, umso dunkler wird die ganz Soße, genau, oder? Richtig. Also so, wenn wir es mal gelernt haben. Ja, schön langsam. Also lasst euch Zeit dabei. Das dauert. Das ist alles in Ordnung. Wir sehen jetzt da unten, wir haben jetzt unten schon Röststoffe im Topf. Und die lösen wir jetzt mit dem Rotwein ab. Die lösen wir jetzt mit dem Rotwein ein bisschen ab, genau. Ganz klassisch. Jetzt lassen wir das Ganze einkochen. Jetzt löst sich unten unsere Röststoffe. Jetzt gehen wir da wieder ein bisschen höher mit der Hitze. Also das ist schon fantastisch, gerade das Gericht für Heiligabend oder für Weihnachten allgemein. Ja, und du kannst es ja vorbereiten. Du könntest es ja wirklich ein, zwei Tage vorbereiten, lässt die Backen schön in deiner Soße liegen und machst dann wirklich, wenn die Gäste kurz vorher kommen, dann Kartoffelpüree dazu. Genau. Oder wenn die Familie kommt. Ja, dann hat auch die Hausfrau daheim mit dem Stress oder der Hobbykoch. Hobbykoch. Genau, der hat dann am Abend oder am Tag über nicht den Stress, wenn seine Gäste schon kommen, weil nichts Schlimmeres, wie wenn einer sich in... So, das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt geben wir die Bäckle dazu. Ja, lass mal noch den Rotwein noch ein bisschen einkochen. Okay. Dann geben wir noch mal einen Schuss rein und dann legen wir die Bäckle rein. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir es aufgießen mit einer Grundsoße, mit einem braunen Demiglas-Grundsoße. Die kriegt man auch beim Metzger, die kann man teilweise im Supermarkt. Und dann geben wir es einfach in den Backofen, Ofen, bei 180 Grad, wie du vorher gesagt hast. Und dann bereiten wir unsere Kartoffelpüree vor in der Zwischenzeit und dann ist das super. Also Sie sehen, unsere Bäckchen brauchen noch ein wenig. Wir freuen uns nach der Pause.
wenn Sie wieder dabei sind und wir unsere Bäckel fertig garen. Bis dahin. Ja, die sehen aber schon toll aus. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Sebastian, die sehen doch super aus. Ja, die sind schon richtig gut, ja. Erklär uns doch nochmal, wie haben wir denn die nochmal gemacht? Also wir haben die eingelegten Backen angebraten. Mhm. Dann haben wir sie rausgenommen, haben das Wurzelgemüse dazugegeben, haben Tomatenmark dazugegeben, haben das angebraten, dann haben wir es mit Rotwein abgelöscht, haben das einreduzieren lassen, haben nochmals mehrmals Rotwein dazugegeben, haben es immer einkochen lassen. Dass wir die Dunkelheit der Soße haben. Genau, richtig. Ja, und den Geschmack, das Aroma vom Rotwein mit drin haben. Ja. Dann haben wir es mit einem braunen Grundfond, also Kalbsschü, Demiglas aufgefüllt. Also im Prinzip eine Grundbratensoße, genau, ja, wo aus Knochen gemacht worden ist. Genau, ja. Das haben wir dann angossen und dann haben wir es im Prinzip in den Ofen geschoben. Genau. Super. Sie dauern jetzt etwa 1,5 Stunden. Okay. Wir haben noch ein bisschen Rosmarin und Thymian dazugegeben. Dass wir ein bisschen Geschmack reinkriegen. Genau, dann haben wir etwa 1,5 Stunden und dann sollten sie weich sein. Ja, prima, super, genau. Da freuen wir uns schon drauf. Genau. Was machen wir denn jetzt? Hier haben wir bereits die Kartoffeln aufgesetzt. Wir haben also mehlig kochende Kartoffeln genommen, kochen die im Salzwasser weich. Fürs Püree, ja. Genau. Lassen die dann ausdampfen, pressen die dann zusammen mit dem Sellerie. Also im Prinzip ein klassisches Püree. Genau. Wir erfinden jetzt Rad neu, ganz klassisch. Nee. Wir haben jetzt hier noch. Das gibt ja das Sellerie. Genau, ja. Wir haben jetzt praktisch hier drinnen den Sellerie, der geschält ist, der in kleine Würfel geschnitten ist. Den kochen wir jetzt mit Milch. Ah, das ist raffiniert. Okay. Wenn du mir nochmal die. Und klar, die Milch nehmen wir nachher gleich fürs Püree. Die Milch vom Sellerie kochen wir fürs Püree. Ganz genau, dann schmeckt das unser Geschmack pur. Das wird bestimmt klasse. Schön. Ja, Sebastian, wie viel Küche hast du eigentlich jetzt aktuell so in der Küche? Aber wir haben im Sommer sind wir 18 Personen in der Küche. Stehst du ja da wie der Dirigent, oder? Und dirigierst deine Köche in den einzelnen Posten. Also ich weiß. Ja, du weißt es nur wie früher, ja, oder? Ja, wie es früher war. Genau, da haben wir auch so auch viel mit gehabt. Mikrofon annoncieren? Nein, das machen wir nicht mehr. Okay. Das gibt es nicht mehr. Weil, liebe Zuschauer, mich hat man ab und zu am Löwen draußen gehört, wenn ich annonciert habe, also wenn ich meinen Köchen gesagt habe, was jetzt an welchem Tisch zum Kochen ist. Also es war dann schon immer abenteuerlich, aber ihr habt auch neue Systeme. Wir haben neue Systeme, ganz genau. Komplett neue Küche. Wir haben eine komplett neue Küche. Ihr habt damals doch auf Holz und Kohle gekocht? Nein. Ganz normal, aber du hast jetzt Induktion. Wir haben alles mit Induktion. Klasse, genau, super. Richtig, ja. Genau. Brauchen wir noch irgendwie Gemüse oder was? Ja, wir schnippeln nebenbei, nachdem wir unsere Kartoffeln ja schon kochen, unser Gemüse. Wir haben da ein bisschen Wurzelgemüse, wir haben gelbe Karotten, wir haben normale Karotten, wir haben Sellerie. Ja. Das streiten wir jetzt in Streifen und die Streifen ziehen wir dann nachher bloß ein bisschen in Butter an. Also die ganz normal in der Pfanne ein bisschen andünsten. Ja, genau. Super, mehr machen wir dann nicht. Und das machen wir dann oben drauf als Garnitur. Ganz genau, Garnitur und gleichzeitig ist es dann das Gemüse dazu. Klasse. Ja, wenn du da so viel Küche hast, hast es ja auch aufgeteilt in verschiedenen Posten. Genau, ja. Erzähl uns doch mal, wie funktioniert das dann also in deinem neuen System? Wir haben natürlich jemanden, der die Vorspeisen, der die Salate macht. Das nennt man ja Gabmaché. Genau. Dann haben wir jemanden, der für die Nachtische zuständig ist und für die Eisbecher zuständig ist. Das ist ja der Patissier in dem Sinn. Also der Konditor? Der Konditor, ja. Der Konditor macht bei uns auch die Kuchen, weil wir haben ja selber gemachte Kuchen auf der Karte. Aber da hast du ja auch mehrere Mitarbeiter. Ja, das sind im Sommer sind sie zu viert. Und da ist normalerweise ein Konditormeister dabei und eine Konditorin oder ein Konditor und noch zwei Helferlein dazu. Die sind meistens dann Auszubildende, die dann praktisch im Sommer praktisch die ganzen Zuarbeiten machen. Bei denen dann in der Küche mitarbeiten. Genau. Ja. Wir haben unser System anders gemacht als in der klassischen Küche. In der klassischen Küche hast du ein Saucier und hast ein Portionné. Der Saucier ist für Fleisch und für Soße zuständig, der Portionné für den Fisch und wir haben das auch, aber wir haben in dem Sinn keinen Entremetier. Der Entremetier ist eigentlich der für die Suppen und für die Beilagen zuständig ist. Und wir haben das aufgeteilt, dass wir sagen, der Saucier macht seine Beilagen selber, der hat seinen eigenen Entremetier dabei und auch der Portionné hat seinen eigenen Entremetier dabei. Okay. Das ist der Unterschied. Also das geht komplett aus dem klassischen Hotelbetrieb raus? Genau. Also das ist schon super. Genau. Und du weißt es selber aus deiner Vergangenheit, sage ich jetzt einmal, das ja schon eine Zeit her ist, ja, klar. Dass immer der andere mit je der ist, der es immer am schwersten hatte. Also der mit den Beilagen. Genau, hat es immer am schwersten gehabt. Und das haben wir umgeben wir so. Mhm.
Und dann ist es ein sehr angenehmes Arbeiten. Ja, das muss man einfach sich neu organisieren, mit der Zeit mitgehen, genau. Ne, die alten Zöpfe einfach mal abschneiden und neue Techniken einsetzen in den Küchen. Das ist natürlich schon auch wichtig. Genau. Super. Was wir nachher für Techniken einsetzen beim Fertiggaren, das warten Sie ab. Wir sind jetzt kurz in der Werbung. Bis dahin, wir freuen uns. Hallo, zurück bei Wertvoll Kochen, hier bei uns am Herd. Sebastian, was machen wir denn als nächstes? Wir machen weiter mit unserem Kartoffel-Sellerie-Püree. Cool, ja. Wir haben jetzt hier die Kartoffeln bereits gekocht, die haben wir abgegossen. Jetzt lassen wir die Kartoffeln ausdampfen, das heißt, dass einfach das Wasser nochmal rauskommt. Das Wasser rauskommt. Okay. Komm, damit wir nehmen die Klappe ab. Ja, super, danke. Das ist nicht so flüssig, war das Ganze. Das schalten wir jetzt unserem Herd nochmal an und lassen das hier ausdampfen. Wir haben in der Zwischenzeit auch den Sellerie in der Milch gekocht. Hast du da schon Gewürz dazugegeben? Ja, ein bisschen Salz haben wir drin gehabt. Okay. Wir haben jetzt hier die Milch abgegossen. Mhm. Diese Milch brauchen wir nachher fürs Püree. Also das war die Milch, in der du die Sellerie genau. gekocht hast? Ganz genau. Also durchsiebt lassen? Genau. Cool. Und dann drücke ich das jetzt hier mal durch. Jawohl. Und da machst du jetzt ganz klassisches Kartoffelpüree. Genau, klassisches Kartoffelpüree. Wir machen nachher eine Butterflocke rein. Okay. Wir machen Milch dazu, wir machen ein bisschen Muskat, Salz und Pfeffer und das reicht schon. Mehr braucht es nicht. Braucht es ja auch gar nicht. Nee, genau. Okay. Also, solange der Sebastian das Püree macht, würde ich Ihnen mal zeigen, was wir heute für einen Wein dabei haben. Das ist ein Zweigel, ein österreichischer vom Sepp Moser. Ich denke, der harmoniert bestimmt recht gut zu unseren Kalbsbäckle, weil letztendlich haben wir den ja auch in Rotwein geschmort und eingelegt gehabt. Moser ist bekannt, ist ein Bio-Weingut, ist eigentlich auch eine Seltenheit. Ich probiere den gerade mal. Ah, der schmeckt nachher wunderbar zu unseren Kalbsbäckle. Wie weit bist du, Sebastian? Ja, ich bin gerade beim Püree dabei. Wir haben da, du könntest mir vielleicht das Gemüse mal schon aufsetzen. Jawohl. Wir haben da das Wurzelgemüse, das braten wir ein bisschen in Butter an. Mhm. Da ist aber das Verhältnis eigentlich beim Sellerie und bei der Kartoffel ist eigentlich relativ, oder? Ja, das ist egal, je nach Geschmack. Okay. Ich habe ein paar Kartoffelpüree immer noch gern, dass ein paar Stückle drin sind. Mhm. Also dann ist es so mehr ein Kartoffelstampf, oder? Ja, so dazwischen praktisch. Cool. Und hier, Sie sehen, wir haben das Gemüse versucht gleichmäßig zu schneiden. Das ziehen wir jetzt einfach in der Pfanne in Butter an. Das habe ich jetzt schon mal so vorbereitet. Super, genau, wunderbar. Dann machen wir hinten unser Pfanne an, machen da ein bisschen Olivenöl rein. Das ist dafür unsere Tomaten. Ich würze das dann mal mit Salz und Pfeffer ein bisschen ab. Super. Bei unseren Tomaten machen wir einfach ein bisschen Kräuter mit rein. Mhm. Knoblauchzehe drücken wir an. Die werfen wir mit rein. Die geben wir im Ganzen mit rein. Im Ganzen die schneiden mit rein. Wir gar nicht zusammen. Okay. Genau. Mhm. Ja, Sebastian, verrat uns doch mal, was gibt es denn morgen Abend bei euch am Heiligabend zum Essen? Was hast du dir denn schon überlegt? Was ich mir überlegt habe, das entscheiden bei uns immer die Kinder. Ich komme erst so gegen 10 nach Hause. Wir haben vorher noch Betrieb. Okay. Und dann bereiten die Kinder und die Frau Raclette vor und dann gibt es bei uns Raclette. Super, genau. Da muss keiner am Herd stehen. Also du musst auch am Heiligabend bis um 22 Uhr in der bis Küche um 10, stehen? Etwa so halb 10, 10. Wir haben natürlich Hotelgäste. Ja. Die wollen natürlich auch was zum Essen, ist klar. Das klassische Los eines Küchenchefs am Heiligabend für die Gäste da zu sein, klar, der Gastgeber sicher. Zu sein. Ganz klar. Aber unsere Familien, die haben sich da alle schon mittlerweile dran gewöhnt und da sind wir Gott froh, dass unsere Kinder und unsere Frauen so hinter uns stehen. Genau. Also wir haben jetzt hier die Milch, da machen wir jetzt ein bisschen Muskat rein. Schön, ja. Mhm. Das Salz haben wir ja schon in den Kartoffeln und im Sellerie gehabt, das probieren wir nachher erst nochmal, wenn wir soweit sind. Dann würde ich sagen, dann hole ich schon mal die Bäckle aus dem Ofen, Ja, das oder? Könnte man machen, ja. Boah, die sehen aber schon gierig aus. Schauen Sie mal, das ist eine Wucht. Jawohl, ja. Hm? Das ist leider geil. Leider geil.
So, jetzt gehen wir beim Kartoffeltüree zum Schluss noch ein bisschen Butter rein. Mhm. Butter wächst der Sämigkeit? Ja, genau, nicht am Geschmack. Mhm. Ist doch, Butter ist doch ein Geschmacksträger, ja, den wir für das ganz gern haben. Und wir sind ja hier bei, wie sagt man in der Schweiz, beim Wertschaften. Genau. So, das sieht doch schon mal herrlich aus. So, da würde ich sagen, wir könnten wir schon mal anrichten. Ne? Fangen wir an, ja genau. Vollende dein Werk. Cool. Wir machen jetzt unsere Kartoffelpüree auf den Teller. Mhm. Nehmen wir die Mitte vom Teller, machen hier so einen kleinen Strich rein, wo wir dann das Bäckle reinsetzen können. Und den machen wir natürlich wieder weg. Dann holen wir unser Kalbsbäckle raus. Jawohl. Du sagst mir, ich bin dein Lehrling jetzt gerade. Du bist mein Lehrling. Genau. Das hast du ja schon mal gewünscht, oder? So, man merkt, die sind wunderbar weich, die Kalbsbäckle. Herrlich. Da schau mal her. Wow. Ich bin jetzt einfach so frech. Ich kann noch mal warten. Ich muss jetzt die Soße probieren. Wow, da ist eine Kraft drin. Das ist ja der Hammer. Jetzt tun wir die von der Soße nehmen wir was raus. Du hast ein bisschen durch Sieb. Genau, dass wir das Wurzelwerk da nicht drin haben. Sehr schön. Und du siehst, sie ist jetzt richtig schön schwarz, die Soße. Wie ein Gemälde. Ich habe hier einen Löffel. Wunderbar, danke dir. Jetzt machen wir oben drauf unser Wurzelgemüse. Herrlich. Dann haben wir hier noch unsere Tomate dazu. Die gebratenen Kräuter legen wir noch mit drauf. Sehr schön. Genau. So, voilà. Und dann wären wir eigentlich schon soweit. Wären wir schon durch. Dass wir servieren könnten. Schauen Sie, meine liebe Zuschauer, so sieht unsere geschmorten Kalbsbäckle aus. Lieber Sebastian, auf dieses tolle Gericht trinken wir jetzt einer. Dankeschön. Hab mich sehr, sehr gefreut, dass du mein Gast heute in der Küche warst, dass ich dir assistieren durfte am Herd. Der alte und der neue Küchenchef vom Bayerischen Hof. Herzlichen Dank. Gerne wieder. Zum Wohl. Ihnen, liebe Zuschauer, wünschen wir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießen Sie es im Kreise der Familie. Bleiben Sie mir regional und verbunden. Ihr Ralf Hörger. Liebe Zuschauer, nächsten Sonntag bei Wertvoll Kochen, ein Teriyaki vom Rind mit unserer Lee Keppeler. Schalten Sie ein, der richtige Start fürs neue Jahr.